sprechen über die vegane Ernährung im Kindesalter. Und zunächst mal ein paar Worte vorweg. Ich interessiere mich wahnsinnig für gesunde Ernährung, mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Und die Sache ist die, dass eigentlich, wenn man das Thema gesunde Ernährung anspricht, dann ist oft die Frage, was ist denn überhaupt eine gesunde Ernährung? Und da herrscht eigentlich schon allein bei diesem Begriff viel Uneinigkeit scheinbar. Und es gibt viele Leute, die sagen, also eigentlich weiß ich gar nicht, was eine gesunde Ernährung ist. Und eigentlich ist es sowieso wurscht, was man isst, weil die Wissenschaft ist sich sowieso nicht einig. Die einen sagen Keto, die anderen sagen Low Carb, Paleo, Vegan irgendwie. Also eigentlich gibt es gar keinen Konsens und eigentlich ist es wurscht, was wir essen. Und das Problem ist, dass auch unter Ärzten da nicht unbedingt immer Einigkeit besteht, ob es überhaupt sowas wie eine gesunde Ernährung gibt. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, oder habt sicher schon mal gehört, dass das Thema Ernährung im Medizinstudium nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also ich weiß nicht, ob man es an einer Hand abzählen kann, wie viele Stunden wir zum Thema Ernährung hatten im Medizinstudium. Und das Einzige eigentlich, an was ich mich erinnern kann, ist das Thema Vitamin B12. Das ist natürlich, wann immer die Möglichkeit sich ergeben hat, hat man erwähnt, dass Veganer einen Vitamin B12-Mangel haben. Und das ist das, was ich zur Ernährung gehört habe. Das ist natürlich ziemlich dramatisch eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass 3/4 unserer sogenannten Volkskrankheiten, also Volkskrankheiten, da zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen dazu, Diabetes, Bluthochdruck und auch einige Krebserkrankungen, das sind unsere Hauptkiller sozusagen. Und 3/4 dieser Volkserkrankungen werden durch Lifestyle-Faktoren bedingt. Lifestyle-Faktoren, also zu wenig Bewegung, schlechtes Stressmanagement und eben davon, wieder von diesen Lifestyle-Faktoren, 3/4 durch eine ungesunde Ernährung. Und von daher ist es einfach hochgradig problematisch, wenn behauptet wird, dass man eigentlich gar nicht wüsste, was eine gesunde Ernährung ist. Das weiß man nämlich eigentlich durchaus. Es gibt eigentlich durchaus einen wissenschaftlichen Konsens. Ihr seht hier mal so die Definition, was eine gesunde Ernährung für Erwachsene ausmacht und wie die definiert ist. Das sagt die WHO. Die ist in überwiegender Weise pflanzlich und vollwertig mit einem hohen Anteil von Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüssen etc. und einem geringen Anteil von tierischen Fetten, von hochverarbeiteten Produkten, also Weißmehl, Zucker und wenig Salz. Wie eine gesunde Ernährung für Kinder von der WHO definiert wird, da kommen wir gleich noch drauf. Also, es gibt eigentlich durchaus einen Konsens, was eine gesunde Ernährung bedeutet. Und was jetzt eigentlich sozusagen der nächste Schritt ist, dass es wichtig ist, dass man dieses Wissen, dass es erstens einen Konsens gibt und wie wichtig überhaupt gesunde Ernährung ist, dass man diese Informationen sowohl an die Ärzte bringt, als eben auch an die Allgemeinbevölkerung. Und zu diesem Zweck und mit dieser Intention haben wir vor 2 Jahren PEN International gegründet. Zum Gründungsteam gehört meine Wenigkeit und auch der Niklas Oppenrieder. Ich weiß nicht, ob den noch einige von euch vom letzten Jahr kennen, das ist unser Medical Director. Ein paar Haupttätigkeiten von uns möchte ich euch noch ganz schnell vorstellen. Wir geben für Medizinstudenten an Universitäten Seminare zum Thema gesunde Ernährung, haben letztes Jahr über 2000 Medizinstudenten damit erreichen können und die Rückmeldungen von den Medizinstudenten waren auch sehr, sehr großartig. Also wir haben echt gute Rückmeldungen bekommen. Also da ist viel Hoffnung, dass die nächste Generation von Ärzten ein bisschen mehr zu gesunder Ernährung weiß. Eine weitere wichtige Tätigkeit von uns ist, dass wir Mitausrichter von der VegMed sind. Das ist der größte europäische Kongress zu pflanzenbasierter Ernährung in der Medizin. Der nächste findet vom 1. bis 3. Mai in Berlin statt. Es gibt auch noch ein paar Karten. Also wenn ihr den Eindruck habt, dass euer Hausarzt zum Beispiel eine Fortbildung zu dem Thema gebrauchen könnte, könnt ihr ihm da auch gerne die Teilnahme empfehlen. Okay, Ende der Werbepause, fangen wir an. Es gibt immer mehr Eltern, die sich erfreulicherweise dafür entscheiden, ihre Kinder vegan zu ernähren, aber ihr wisst auch, dass das viele auch nicht so erfreulich finden und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Erst vor 2 Wochen, glaube ich, war das, hat ein Greifswalder Kinderarzt mal wieder sehr medienwirksam sich zu Wort gemeldet und verkündet, dass eine vegane Ernährung von Kindern Körperverletzung sei.
Und auch wenn es diesem Greifswalder Kinderarzt nicht passen wird, es wird halt einfach immer mehr vegane Kinder geben. Das ist einfach so. Und jetzt kann man als Kinderarzt sich wie dieser Greifswalder Kinderarzt, dessen Namen ich jetzt mal nicht erwähne, kann man sagen, finde ich doof, finde ich kacke, kann ich nicht unterstützen und diffamiere halt einfach mal pauschal vegane Eltern in so einem Interview gegenüber der Ostsee-Zeitung. Und, oder man ist eben auch ein bisschen pragmatischer und selbst wenn man als Kinderarzt jetzt vielleicht nicht so wahnsinniger Fan der veganen Ernährung ist, dass man sich einfach auch im Sinne der Gesundheit des Kindes und seines Patienten eigentlich auch dafür entscheidet, sich ein bisschen mit dem Thema veganer Ernährung auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was sollte ich dazu wissen, damit ich die Eltern entsprechend beraten kann. Denn ganz ehrlich, ich sehe es schon als Gefahr, wenn Eltern sich da vom Kinderarzt nicht ernst genommen fühlen oder auch verurteilt fühlen und erst gar nicht dem Kinderarzt davon erzählen, dass das Kind vegan ernährt werden. Da werden unter anderem vielleicht auch wichtige Untersuchungen nicht durchgeführt. Okay, also neben persönlichen Meinungen wie dem des Greifswalder Kinderarztes gibt es erfreulicherweise viele internationale Ernährungsgesellschaften, die sich wissenschaftlicher mit der Sachlage auseinandergesetzt haben und sich auch befürworten zu einer veganen Ernährung von Kindern positionieren. Und zwar gar nicht so wenige. Ihr seht hier das Statement zu veganer Ernährung der allergrößten Ernährungsgesellschaft der Welt, das ist in den USA. Die hält in ihrer Zusammenfassung fest, dass eine gut geplante vegane Ernährung gesundheitliche Vorteile haben kann hinsichtlich der Therapie und Prävention von bestimmten Erkrankungen und dass sie für alle Lebenszyklen geeignet ist, inklusive Schwangerschaft, Stillzeit und auch für Säuglinge und Kinder, sofern sie gut geplant ist. Und in dem Statement, das finde ich sehr bemerkenswert, wird auch darauf hingewiesen, dass eine vegane Ernährungsweise ökologische Vorteile hat, was ich persönlich extrem wichtig finde, dass sowas auch in Ernährungsempfehlungen mit eingeht. Hier seht ihr noch einen Überblick über einige andere Statements, unter anderem aus Kanada, aus Australien, aus Großbritannien und aus Portugal, die sich alle positiv positionieren hinsichtlich einer veganen Ernährung von Kindern. Hier seht ihr ein ziemlich hervorragenden Leitfaden von den Italienern, die sich auch positiv äußern hinsichtlich einer veganen Kinderernährung und dann echt guten Leitfaden auch rausgegeben haben für Ärzte, wie sie vegane Familien beraten können. Hier seht ihr jetzt die Stellungnahme unserer direkten Nachbarn, der Österreicher. Die Österreicher sagen, also die Kinderärzte in Österreich sagen, dass sie derzeit eine vegane Ernährung für Kinder nicht empfehlen können, aber was sie zumindest tun und was man ihnen positiv anrechnen muss, ist, dass sie in ihrem Positionspaper ziemlich hilfreiche Tipps eben auch für Ärzte geben, wie sie Familien gut betreuen können. Dann seht ihr hier die Stellungnahme von den deutschen Kinderärzten. Gesellschaft für Kinderheilkunde in Deutschland heißt DGKJ, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, werdet ihr noch öfter hören, dieses DGKJ, deswegen sage ich es einmal. Die DGKJ lehnt die jetzt nicht per se ab, eine vegane Ernährung, also sagt die, wir empfehlen sie nicht, aber sie betonen stark den Mangelcharakter einer veganen Ernährung. Und was sie betonen in ihrer Stellungnahme ist, dass ein hoher Ernährungsinformationsstand der Eltern wichtig ist. Kann ich total unterstreichen, das ist richtig. Es ist einfach so, man kann nicht einfach mal von einem Tag auf den anderen auf vegan umstellen und dann denken, das funktioniert so, weil man muss einfach, das ist richtig, einiges wissen zu veganer Kinderernährung. Was sie dann auch sagen ist, dass eine gezielte Betreuung durch den Kinderarzt notwendig wäre. Und erstmal sage ich, ja, richtig, finde ich auch. Problem dabei sehe ich aber, dass halt einfach viele Kinderärzte einfach schlicht und ergreifend nicht genug Ahnung haben, um Eltern entsprechend informieren zu können, weil sie sich halt einfach nicht damit auseinandergesetzt haben. Und weil halt einfach auch, und das ist der zweite Punkt, den ich da einfach problematisch finde, einfach auch das Vertrauensverhältnis nicht gegeben ist. Weil einfach viele Kinderärzte, ich höre das immer wieder, halt extrem ablehnend reagieren, wenn Eltern berichten, dass ihre Kinder vegan ernähren. Die DGKJ, was sie dann macht, also sie gehen in ihrer Stellungnahme nicht weiter auf irgendwelche Motive an oder was vielleicht möglicherweise für Vorteile bei einer veganen Kinderernährung beobachtet werden könnten. Sie
weisen einmal kurz darauf hin, es könnte eventuell gesundheitliche Vorteile haben. Auf Ökologie gehen sie eigentlich gar nicht ein. Was sie dann ziemlich schnell und ziemlich ausführlich machen, was mich ein bisschen irritiert hat, dass sie sich über vegane Milch- und Fleischersatzprodukte relativ ausufernd äußern und sich da sogar die Mühe gemacht haben, Marktrecherche zu betreiben und haben sich da irgendwie auch dazu geäußert über den jährlichen Umsatzzuwachs von Ersatzprodukten. Also damit haben sie sich in ihrem Positionspaper recht ausführlich beschäftigt. Gut. Falls ich noch dazu komme, ich werde wahrscheinlich von der Zeit nicht mehr dazu kommen, werde ich euch noch was zu den Ersatzprodukten ein paar Worte sagen. Gut. Nachdem die DGKJ sich nicht so sehr mit den Motiven beschäftigt hat, werde ich das jetzt tun. Der häufigste Grund, warum Eltern ihre Kinder vegan ernähren möchten, sind ethische und moralische Gründe. Und auch da müssen wir jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Ich finde, so ein Bild, das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder, sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Und auch dieses Bild finde ich eigentlich recht bezeichnend. Das ist auf einer Tierrechtsdemo mal gemacht worden. Meine persönliche Meinung ist jetzt nichts wissenschaftlich basiertes, aber meine persönliche Meinung ist, dass wenn ich es nicht vertreten kann, meinem Kind zu zeigen, wie sein Essen hergestellt wird, dann ist es in meinen Augen auch nicht richtig, dem Kind dieses Essen auf den Teller zu setzen. Ökologische Gründe werden als zweithäufigster Grund von Eltern angegeben, warum sie ihre Kinder vegan ernähren möchten. Und ich glaube, dass auch in den nächsten Jahren es zunehmend noch mehr ökologisch motivierte Veganer geben wird, einfach aufgrund der zunehmenden Klimakrise. Und die Produktion von tierischen Nahrungsmitteln, das wisst ihr und das ist ja heute auch schon öfter angesprochen worden, ist einfach mit einer Vielzahl von ökologischen Problemen verbunden. Ihr seht hier, das ist so ein Schema eben der Planetary Boundaries oder nennt sich auch Belastungsgrenzen auf Deutsch der Erde. Und werden diese Grenzen eben überschritten, dann wird die Stabilität des Ökosystems und damit eigentlich im Endeffekt die Lebensgrundlage der Menschheit gefährdet. Ihr seht auch an diesem Schema, dass schon einige dieser Planetary Boundaries überschritten sind und die industrielle Tierhaltung spielt dabei eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Anfang letzten Jahres hat die Eat Lancet-Kommission, das ist eine Kommission, die sich aus Klimaforschern und Ernährungswissenschaftlern zusammensetzt, einen Bericht veröffentlicht, der im Kern aussagt, dass sich die Ernährungsweise der Menschheit grundlegend in Richtung pflanzlich basiert bewegen muss, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Und erstens, um eine Klimakatastrophe zu verhindern und zweitens, um im Jahr 2050 die dann 10 Milliarden Menschen gesund und nachhaltig ernähren zu können. Und die Kommission hat aber gleichzeitig auch betont, dass wenn dieser Wandel eben nicht stattfindet, dass dann die heutigen Kinder dann einfach in einer völlig zerstörten Umwelt aufwachsen werden. Ich persönlich, hier seht ihr nochmal ein Schema, wie das insbesondere Kinder vom Klimawandel natürlich ganz besonders betroffen sein werden, gesundheitlich und zwar vor allem natürlich in weniger privilegierten Regionen wie Deutschland. Und ich finde, dass man als Kinderarzt eben halt auch nicht nur die Gesundheit seiner direkten Patienten im Auge behalten sollte, also in der eigenen Praxis oder Klinik, sondern eben auch an Kinder in anderen Regionen dieser Erde denken sollte. Und abgesehen davon wäre auch die Gesundheit des ganzen Planeten wichtig, auch gerade für Kinderärzte zu beachten. Auf einem kranken Planeten gibt es eben auch keine gesunden Menschen. Dann, gut, dann kann ich was bringen. Es gibt auch gute gesundheitliche Gründe dafür, Kinder vegan zu ernähren. Aus großen Bevölkerungsstudien wissen wir, dass erwachsene Vegetarier und Veganer ein verringertes Risiko für verschiedene ernährungsassoziierte Erkrankungen haben. Das sind auch unsere Hauptkiller. Das ist immer so ein drastisches Wort, aber es ist so. Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte ich vorhin schon angesprochen. Übergewicht, Typ-2-Diabetes, also der sogenannte Altersdiabetes, den man mittlerweile aber auch schon bei Jugendlichen und auch schon bei Kindern teilweise nachweisen kann. Und auch einige Krebserkrankungen. Und es ist so, dass das spätere Ernährungsverhalten sehr früh in der Entwicklung gelegt wird, die Basis dafür. Und
Wenn Kinder in der frühen Kindheit einfach schon viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel bekommen, dann erhöht es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch im Erwachsenenalter ein gesundes Essverhalten zeigen. Und außerdem konnte in Studien auch gezeigt werden, dass vegetarische Ernährungsformen vor Übergewicht im Kindes- und Jugendalter schützen können und damit eben auch vor den mit Übergewicht assoziierten Erkrankungen. Hier seht ihr zum Beispiel so eine Studie, hat jetzt nicht spezifisch mit vegetarisch oder vegan zu tun, aber es war eine recht große Studie an finnischen Kindern, die über 27 Jahre lang nachbeobachtet wurden. Und da hat man geguckt, wie viel Gemüse haben die in der Kindheit gegessen und wie hoch war ihr Risiko, im Erwachsenenalter das sogenannte metabolische Syndrom zu entwickeln. Das metabolische Syndrom ist neben dem Rauchen ein Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eben wiederum die Haupttodesursache in westlichen Industrienationen darstellen. Und in dieser Studie konnte eindeutig gezeigt werden, dass umso mehr Gemüse Kinder gegessen haben in der Kindheit, desto geringer war ihr Risiko eben für die Entwicklung eines metabolischen Syndroms im Erwachsenenalter. Es gibt noch ein paar andere Faktoren oder andere Themen, wenn wir zum Thema Gesundheit und Ernährung uns unterhalten. Und ich möchte es nicht unterlassen, hier über die zunehmende Bedrohung durch multiresistente Keime zu sprechen. Das habt ihr sicher auch schon gehört, dass es zunehmend antibiotikaresistente Keime gibt, die zu schweren und kaum behandelbaren Infektionen führen. Und die Hauptansteckungsquelle für den Menschen sind Nahrungsmittel, und zwar tierische Nahrungsmittel. Und auch wir haben das alle schon mal gehört von Sprossen, die irgendwie mit EHEC belastet waren, aber das sind Darmkeime und Sprossen haben keinen Darm, soweit ich weiß. Und natürlich sind auch diese Keime, die dann über pflanzliche Lebensmittel aufgenommen werden, sind im Endeffekt halt auch in der Tierhaltung entstanden. Und hier seht ihr mal so eine Studie des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Die haben im Jahr 2015 in 12 Städten in Deutschland sind sie in 5 verschiedene Discounter gegangen und haben da einfach mal Putenfleisch eingekauft und haben das eingeschickt und ins Labor geschickt, um sie auf multiresistente Keime zu testen, diese Fleischproben. Und da waren sage und schreibe 88% der Fleischproben mit MRSA oder ISBL, also MRSA und ISBL sind multiresistente Keime belastet. Das finde ich enorm. Das ist übrigens insgesamt auch eine sehr spannende Seite, sich mal anzuschauen, das Bundesinstitut für Risikobewertung anguckt, dann kann man sich da auch belesen zum Thema multiresistente Keime und findet da folgende Informationen. Es ist ja erstmal so, dass wenn ich diese multiresistenten Keime über die Nahrung zu mir nehme, ist das erstmal für viele Menschen unproblematisch. Dann bin ich halt damit irgendwie besiedelt und habe das halt zu mir genommen. Vielleicht, wenn ich Pech habe, waren es Salmonellen, dann habe ich mal Durchfall, aber erstmal so keine weiteren größeren Folgen. Aber es gibt halt Risikogruppen, die durch solche multiresistenten Keime eben auch schwere Infektionen erleiden können. Und zu den Risikogruppen gehören eben Kleinkinder und Schwangere. Und ein Beispiel wären zum Beispiel Frühgeborene, es gibt auch immer mehr frühgeborene Kinder und auch immungeschwächte Kinder unter Chemotherapie. Also es ist ein äußerst relevantes Thema für die Kinderheilkunde, über das es sich nachzudenken lohnt. Vielleicht habt ihr das auch noch im Kopf, nachdem wir vorhin schon andere Warnhinweise in Zeitschriften gehört haben, was vegane Ernährung so alles anrichten kann. Aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Jahr 2011 gab es mehrere Frühchentodesfälle in frühgeborenen Stationen, wo Frühgeborene ums Leben gekommen sind, weil sie sich mit multiresistenten Keimen angesteckt haben. Ob die jetzt per se, wo die genau herkamen, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber wie gesagt, per se kommen multiresistente Keime eben überwiegend aus der Tierhaltung, aus der industriellen Tierhaltung. Nochmal Bundesinstitut für Risikobewertung, eben wie gesagt eine meiner Lieblingsseiten. Ihr seht hier einen Auszug aus so einer Infobroschüre, die heißt Schutz vor Lebensmittelinfektionen im Privathaushalt. Könnt ihr euch mal durchlesen, was die da so sagen, wie man sich verhalten sollte, wenn man daheim Geflügelfleisch zubereitet. Für mich persönlich klingt es nicht nach einem gesunden Nahrungsmittel, was man Kindern geben sollte, aber gut. Kurz noch zum Thema, was wir sonst noch so in tierischen Nahrungsmitteln finden können. Thema Umweltgifte, habt ihr auch schon mal gehört, Dioxine, PCBs, das sind Umweltgifte,
die sich im Fettgewebe von Säugetieren anreichern können und nicht nur Säugetieren, generell im Fettgewebe von Tieren anreichern. Und die Hauptquelle mit ca. 95% für den Menschen, die Hauptquelle für diese Umweltgifte sind tierische Nahrungsmittel. Und wir befinden uns wieder auf der Seite des BfR. Gibt es dann eine Frage- und Antwortseite, wo kommen denn überhaupt diese Dioxine und PCBs her? Okay, wir sehen die Antwort, kommen von Fleisch, Fisch, Eiern und Milch. Was ist die Auswirkung auf die Gesundheit von diesen Umweltgiften? Und da kann man eine Vielzahl von möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit sehen. Wie gesagt, reichert sich im Fettgewebe an, eben nicht nur im Fettgewebe der Tiere, sondern dann eben auch im Menschen. Und diese Umweltgifte können unter anderem sind möglicherweise krebserregend und stehen in starkem Verdacht, Immunsystem, Hormonsystem und das Nervensystem zu schädigen, was natürlich insbesondere für Kinder, die sich in der Entwicklung befinden, nicht unbedingt förderlich ist. Dann, was ich persönlich ganz spannend fand, wo ich mich in den letzten Wochen und Monaten etwas tiefer reingesetzt habe, wo ich jetzt wahnsinnig gerne sehr viel dazu erzählen würde, aber ich versuche es kurz zu halten. Es gibt seit Ende 2018 neue tolerierbare Aufnahmemengen für diese Industriegifte. Und zwar deswegen, weil man einfach neuere Studiendaten hatte, die darauf hinweisen, wie gesundheitsschädlich eben diese Umweltgifte tatsächlich sind. Und dann wurden eben diese Grenzwerte Ende 2018 deutlich gesenkt, und zwar um das Siebenfache gesenkt. Und wenn man dann wieder im BfR nachfragt, wie sieht es denn momentan aus? Also die tolerierbare wöchentliche Aufnahme für diese Dioxine und PCBs liegt bei 2 Pikogramm pro Kilo pro Körpergewicht. Die Frage dann, wie hoch ist denn aktuell die Dioxinaufnahme in Deutschland? Und da ist die Antwort, die ist momentan, wird die von einem durchschnittlichen Bürger, die meisten essen halt eben nur mal tierische Produkte, um 7-fache überschritten. Ich habe mir dann mal den Spaß gemacht und habe eine kleine Rechnung erstellt für ein 10 Kilogramm schweres Kind. Das ist so ein Kind im Alter zwischen 1 und 2 Jahren. Und in dem Alter wird der Verzehr von ungefähr 250 bis 300 Milliliter Kuhmilch empfohlen. Und habe ich mir das mal durchgerechnet, wie viel Dioxine so ein Kind in dem Alter dann zu sich nimmt. Und allein mit 250 Milliliter Vollmilch wird die Tageshöchstmenge von diesem Kind überschritten. Damit ist aber nur diese 250 Milliliter drin, da ist noch kein Käse drin, da ist kein Joghurt drin, da ist kein Fleisch drin, da sind keine Eier drin. Weiß nicht, hat bisher anscheinend nicht so wirklich jemanden interessiert, ich finde es höchst alarmierend. Gut, Studienlage zu vegetarischen und veganen Kindern. Das ist etwas, ein Punkt, der von der deutschen und österreichischen Ernährungskommission der Kinderärzte kritisch beurteilt wird. Und da muss ich leider zustimmen. Die Studienlage zu vegetarischen und veganen, also vor allem zu veganen Kindern, ist leider echt schlecht. Es gibt kaum Studien. Die paar Studien, die es gibt, sind alt. Die sind vor allem aus den 1970er bis 1990er Jahren. Das heißt, es gibt einfach eine fehlende Vergleichbarkeit mit den heutigen Ernährungsgewohnheiten und die meisten Studien wurden eben auch nicht in Deutschland durchgeführt. Das, was man weiß aus diesen Studien aus den 70er, 80er Jahren, ist, dass das Wachstum vegetarischer Kinder mit dem omnivorer Kinder im Schnitt vergleichbar ist. Teilweise sind aber vegetarische und vegane Kinder auch leichter, schlanker und kleiner. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt per se ein Nachteil ist. Aber es ist schon insgesamt so ein bisschen der Hinweis darauf, dass es so eine konstant geringere Energiezufuhr bei diesen Kindern gab. Zur Nährstoffversorgung von Kindern weiß man, dass die meistens eine günstigere Zufuhr von Makronährstoffen haben, das heißt, die Zufuhr von Proteinen, von Fetten und von Kohlenhydraten lagen näher an den allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Sie haben mehr Vitamin B1, zum Beispiel C, E, Folsäure, Beta-Carotin und Ballaststoffe zu sich genommen, haben auch günstigere Blutfettwerte. Was sie aber eben auch in den Studien zeigen konnten, ist, dass die Kinder häufig auch mit Zink, Vitamin B12, Calcium, Vitamin D und Eisen unterversorgt waren. Ein bisschen Licht in
am Studienhorizont gibt es, und zwar die Veggie-Studie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es gibt eine Studie hier in Deutschland, wo 1 bis 3 Jahre alte vegane, vegetarische und omnivore Kinder untersucht werden. Die Studie läuft auch noch. Letztes Jahr wurden so ein paar erste Daten veröffentlicht. Und in den ersten Daten konnte gezeigt werden, dass im Schnitt in allen drei Gruppen ein normales Wachstum der Kinder zu beobachten war. Okay, das hier ist ein Fenster der St. Martinshütte bei Garmisch. Habe ich rausgesucht, weil ich dieses Fenster einfach sehr schön finde. Was hat das Fenster mit Ernährung zu tun? Es gibt in der Kinderheilkunde das Konzept des Zeitfensters der ersten 1000 Tage. Und das ist für uns jetzt so ein bisschen wichtig, weil das beantwortet auch ein bisschen die Frage, warum es überhaupt so ein Thema ist, vegane Kinderernährung. Und dieses Zeitfenster, das beschreibt im Endeffekt, wie außerordentlich wichtig Umweltfaktoren und darunter eben vor allem die Ernährung in den ersten 1000 Tagen eines Menschen sind. 1000 Tage setzt sich daraus zusammen, das sind die 266 Tage im Schnitt der Schwangerschaft, also vom Beginn der Zeugung, die ganze Schwangerschaft über und die ersten 2 Lebensjahre. Die sind so wichtig, weil in diesen 2 Jahren der Grundstein für die zukünftige Gesundheit, fürs Wachstum und für die Gehirnentwicklung gelegt wird. Und in diesem Zeitraum, Ernährung ist immer wichtig, aber in diesem Zeitraum ist sie extrem wichtig. Und die Menge und die Zusammensetzung der mütterlichen und der kindlichen Nahrung beeinflussen eben die Gehirnentwicklung, Geschmacksvorlieben und damit eben auch das Risiko für diverse Erkrankungen im späteren Alter. Und ihr seht hier so ein paar Nährstoffe, Folsäure, langkettige Omega-3-Fettsäuren, Jod, DHA, also das sind wieder die langkettigen Fettsäuren, B12, Energie insgesamt, Protein, Eisen, Zink, Vitamin A, Vitamin B12, das sind alles einfach Nährstoffe, die in diesen 2 Jahren noch wichtiger sind als im weiteren Leben. Und hier seht ihr mal so ein bisschen, was eigentlich der Körper in den ersten Monaten, in den ersten Lebensmonaten eigentlich so leisten muss. Ja? Und das Geburtsgewicht eines Kindes verdreifacht sich bis zum ersten Geburtstag. Die Körperlänge, die verdoppelt sich bis zum 4. Geburtstag. Und was ich richtig krass finde, ist, also bei Geburt wiegt das Gehirn etwa 350 Gramm und im 16. Lebensmonat, das sind die Kinder noch nicht mal 1,5 Jahre alt, wiegt das Gehirn 1,1 Kilogramm. Also man kann sich vorstellen, was da einfach passiert im Körper, und dann kann man sich auch vorstellen, dass dafür einfach wahnsinnig viele Nährstoffe notwendig sind. Und hier seht ihr nochmal, das hatten wir am Anfang schon mal, die Definition der WHO für eine gesunde Ernährung von Erwachsenen. Und hier kommt die Definition der WHO für eine gesunde Ernährung von Kindern. Die sagen im Endeffekt, von den Prinzipien her, es ist das Gleiche wie bei einem Erwachsenen, also überwiegend pflanzlich und vollwertig. Und was die WHO eben noch für die Kinderernährung betont, ist die Wichtigkeit des Stillens. Die empfehlen möglichst ein volles Stillen bis zum 6. Lebensmonat und wenn möglich bis mindestens zum 1. Geburtstag, gerne aber auch noch darüber hinaus. Und was sie sagen ist, dass ab dem 6. Lebensmonat adäquate, sichere und nährstoffdichte Lebensmittel eingeführt werden sollen. Also die gehen jetzt nicht irgendwie spezifisch darauf rein, da muss irgendwie Fleisch dabei sein, da muss Milch oder Eier dabei sein, sondern so ist eher ihre Definition, wie die Ernährung ab dem 6. Lebensmonat aussehen sollte. Hier einmal kurz eine Übersicht eben über diese wichtigsten Nährstoffe für die ersten 2 Lebensjahre. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Eisen rausgegriffen, um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie krass erhöht der Nährstoffbedarf von Kindern in dem Alter ist. Und der Eisenbedarf von einem Kleinkind, von einem Säugling, ist 5-mal so hoch wie von einem Erwachsenen. Und ein Säugling im Alter von 6 Monaten braucht fast so viel Eisen wie ein erwachsener Mann. Das muss man sich vorstellen. Ja? Und das ist ein Säugling kann ja viel, viel weniger essen, der hat einen Mini-Magen. Also man kann so als Faustregel sagen, dass der Magen so groß ist wie die Faust des Kindes. Also bei so einem kleinen Säugling, ihr wisst, wie groß die Faust eines Säuglings ist, da passt halt nicht viel rein. Das bedeutet, dass die Lebensmittel extrem nährstoffdicht sein müssen. Und da sind wir jetzt dabei, das sind die Vorteile von tierischen Nahrungsmitteln, weil tierische Nahrungsmittel beinhalten keine Ballaststoffe und haben eben auf eine ganz kleine Menge
diese wichtigen Nährstoffe, die haben sie nämlich. Sie haben diese wichtigen Nährstoffe, das kann man nicht verneinen. Und sie haben eben den Vorteil, ohne Ballaststoffe einherzugehen und damit eben sehr energie- und nährstoffdicht zu sein. Damit übergehend kommen wir zu den, was die DGKJ, also die, was die Kinderärzte sagen, was sozusagen die Probleme sind in, oder die kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung. Seht ihr hier auf der rechten Seite, da erwähnen Sie diese ganzen Nährstoffe, die wir jetzt eben gerade schon mal ganz kurz angesprochen haben. Ich habe die Tabelle noch ein bisschen ergänzt, weil ich finde, die ist mir noch nicht ausführlich genug. Was nämlich die DGKJ schon macht, ist, dass sie sich eigentlich schon so richtig drauf, also sie ist halt sehr darauf fokussiert, was es reduziert bei einer veganen Ernährung. Was sie aber nicht so ganz erwähnen, ist, dass es sind ja auch Lebensmittel mit dabei, die zumindest von omnivoren Kindern zwar per se schon gegessen werden können, aber ehrlich gesagt, also ich in meinen Vorsorgeuntersuchungen erlebe ich ganz häufig, dass also gerade die ersten zwei Lebensmittelgruppen und auch Hülsenfrüchte, das wird von omnivoren Kindern häufig auch wenig oder nicht gegessen. Und das ist bei vegan ernährten Kindern halt häufig durchaus auch mehr zu finden in der Ernährung. Nicht bei allen, aber im Schnitt. Was mir auch fehlt in der Tabelle ist, dass eben, wie gesagt, es auch eine erhöhte Aufnahme von bestimmten Nährstoffen gibt und dafür aber eine reduzierte Aufnahme von ziemlich vielen Stoffen, die ich nicht unbedingt in der Ernährung haben möchte. Zumindest sind einige dieser Stoffe, die ihr da seht, durchaus umstritten und können wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wie gesagt, zur Vervollständigung der Tabelle. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ihr habt ja vorhin gesehen, wie die WHO das eben definiert, was eine gesunde vegane Ernährung ist. Und die sagen ja unter anderem, die sollen safe sein, soll sicher sein. Und wie gesagt, gerade wenn wir uns die Sachen hier auf der rechten Seite ansehen, bin ich mir nicht so sicher, ob das dann auch immer noch alles so sicher ist. Hier mal nur so ganz kurz, wie eigentlich omnivore Kinder ihre Nährstoffe bekommen, wenn die Obst und Gemüse nicht so gern mögen. Ihr seht, was da so alles mit drin ist. Nur so als kleiner Reminder. Okay, die DGKJ sagt unter anderem, dass sie eine omnivore Ernährung für Kinder empfiehlt, weil hiermit der Nährstoffbedarf unter hiesigen Ernährungsbedingungen am einfachsten gedeckt werden kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich hiesig höre, dann denke ich irgendwie immer so an so eine vierköpfige Familie aus den 70er Jahren, die da irgendwie so mit ihrem Leberkäsebrot irgendwie und Essiggurke am Tisch sitzt. Und für mich stellt sich so die Frage, sollte es vielleicht neben dem am einfachsten auch am sichersten, am gesündesten und am nachhaltigsten sein? Das wären für mich eher so ein bisschen die Maxime, nachdem man vielleicht auch die Ernährungsempfehlungen aussprechen sollte. Okay, also, wie geht es am sichersten, gesündesten und nachhaltigsten? Ja, ich würde ganz klar sagen, pflanzlich basiert, aber die Voraussetzung ist eben, dass es gut geplant sein muss. Und für eine gute Planung sollte man zum einen erstens mal die Nährstoffe wissen, die in einer veganen Ernährung kritisch sein können, die hatten wir schon kurz angesprochen. Man sollte Nahrungsmittel kennen und verwenden, die eben gute Quellen für die Nährstoffe sind. Man sollte Methoden und Lebensmittel verwenden, die die Bioverfügbarkeit von diesen Nährstoffen erhöhen. Und man sollte die Grundprinzipien der veganen Ernährung im Kindesalter beachten, die da kommen wir ganz am Schluss drauf. Hier eben nochmal die Liste der kritischen Nährstoffe. Fangen wir an. Protein, Eisen und Zink habe ich gleich mal zusammengefasst, weil praktischerweise, also zum einen in tierischen Nahrungsmitteln sind häufig diese drei Nährstoffe häufig kombiniert und eben auch im Pflanzlichen, wie wir es gleich sehen werden. Die DGKJ sagt, dass Rindfleisch von Ihnen empfohlen wird, weil es eben reich an Protein, Eisen und Zink ist und deswegen sollte es im sechsten Monat, wenn man ungefähr mit der Beikost anfängt, eben als Nahrungsmittel eingeführt werden. Okay, dann sagen Sie, gut, wer jetzt unbedingt meint, der muss sein Kind vegetarisch ernähren, der kann ja dann sozusagen, wenn es unbedingt sein muss, diesen Rindfleischbrei da irgendwie durch einen Haferflockenbrei ersetzen. Habe ich mal so durchgerechnet, ist halt irgendwie nicht so, also
finde ich jetzt nicht so die Mega-Alternative, weil man schon sieht, dass wenn man jetzt irgendwie guckt, dass man isokalorisch ist, dass man ungefähr die gleiche Menge an Kalorien aufnimmt, weil wie gesagt, Kinder können halt nicht grenzenlos Kalorien zu sich nehmen, dann kommen wir da irgendwie vom Vergleich, das passt nicht so ganz. Ja. Also es ist deutlich weniger Protein, deutlich weniger Zink, passt nicht so ganz. Mit Tofu wird es schon so ein bisschen besser, rote Linsen sind auch ganz gut. Aber ihr seht bei beiden, ja, da irgendwie also mit Zink, das passt auch noch nicht so ganz. Kann man dann aber ganz gut ergänzen, indem man eben Lebensmittel aus dieser Gruppe mit dazu nimmt. Das sind alles sehr zinkreiche Lebensmittel. Aber mein ganz großer Favorit ist Tempeh. Tempeh ist im Endeffekt quasi vergleichbar mit Rindfleisch, hat den gleichen Gehalt an Protein und Zink, mehr oder weniger, und sogar noch mehr Eisen. Deswegen, ich bin ein großer Fan von Tempeh. Okay, Protein. Protein wird von der DGKJ, angesprochen. Also zum einen sagen sie, dass das Problem wäre, dass wir da eine geringere Bioverfügbarkeit bei pflanzlichen Proteinen haben und dass es generell ein Problem wäre, den Proteinbedarf zu decken. Es ist erstmal so, dass es gut zu wissen ist, dass ein Kind, was sich einigermaßen normal ernährt und ausreichend Kalorien zu sich nimmt, auch automatisch genügend Protein zu sich nimmt. Es stimmt, dass pflanzliches Protein ein bisschen weniger bioverfügbar ist als tierisches. Aber die Sache ist die, wir essen ja üblicherweise nicht nur eine Pflanze am Tag, sondern viele verschiedene Pflanzen. Und in den vielen verschiedenen Pflanzen sind die Aminosäuren, die essentiellen in verschiedenen Konzentrationen zu finden. Und der Körper zieht sich halt am Ende des Tages aus diesen verschiedenen Proteinquellen das raus, was er braucht. Und dieser Mythos, dass man also... Wenn überhaupt vegan oder vegetarisch, müsse man immer bei den Mahlzeiten bestimmte Proteine miteinander kombinieren. Das ist eigentlich schon in den 90er Jahren widerlegt worden, ja, mit dieser Arbeit von diesen zwei Herren hier, sehr zu empfehlen. Wir sehen dann auch eben aus den Ergebnissen der Veggie-Studie, die ich vorhin angesprochen habe, da wurde die Proteinaufnahme von den drei Gruppen, vegetarisch, vegan und omnivor, verglichen. Und da hat man auch sehen können, dass in allen Gruppen mehr als ausreichend Protein aufgenommen worden ist. Also nur so als Vergleich, da wurden ja 1 bis 3 Jahre alte Kinder untersucht. Der Proteinbedarf liegt dabei 1 Gramm pro Kilo pro Tag. Und ihr seht, in allen drei Gruppen ist er einfach halt deutlich überschritten worden. Also Protein kein Thema. Die Frage ist, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin großer Fan von Tempeh. Warum erscheint eigentlich nirgendwo, also egal, was ihr euch für eine Stellungnahme durchlest, Sojaprodukte werden da nirgendwo als mögliche Alternative für Fleisch erwähnt. Ich nehme an, ist jetzt einfach nur meine Vermutung, da liegt eine gewisse Sojaphobie zugrunde, die unter Kinderärzten relativ verbreitet ist. Und als einer der Hauptgründe wird genannt, dass in Soja finden sich ja diese Phytoöstrogene, die ominösen Phytoöstrogene. Und da gab es eben vor vielen Jahren gab es Studien an also Zeltkulturen und Tierversuchen, die waren völlig absurde Versuche, möchte ich nicht weiter darauf eingehen, die eben dann Hinweise darauf gaben, dass es da möglicherweise Probleme mit dem Hormonsystem geben würde. Aber im Endeffekt gibt es keine humanen Studien, auch nicht an Kindern, die irgendwie einen Hinweis darauf geben würden, dass es für Kinder ein Problem ist, Sojaprodukte zu essen. Was ein berechtigter Punkt ist, dass in diesen sojabasierten Säuglingsformularnahrungen, also wenn man nicht stillen kann oder will, dann kann man auf Säuglingsnahrungen zurückgreifen, auf Sojabasis, dass die recht aluminiumbelastet sind, das ist richtig. Hat nicht so viel mit dem Soja zu tun, sondern vor allem mit der Art der Verpackung. Auch Kuhmilch-basierte Säuglingsnahrung ist aluminiumbelastet, aber tatsächlich Soja-Säuglingsnahrungen am meisten. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Sojaallergie und natürlich für Menschen mit einer Sojaallergie sind Tofu und Tempeh keine guten Ideen. Grundsätzlich muss man wissen aber, dass eine Sojaallergie seltener ist als eine Kuhmilch-Eiweißallergie und so wie die Kuhmilchallergie auch, aber eine ganz gute Prognose hat. Die meisten wachsen da im Schulalter raus. Also, Angst vor Soja,
Ich würde sagen, nein. Es gab im Jahr 2014 eine große Meta-Analyse, die eigentlich ganz klar gezeigt hat, dass Kinder, auch wenn die ausschließlich gefüttert werden mit sojabasierter Säuglingsnahrung, keinerlei gesundheitliche Nachteile für diese Kinder erbracht haben. So, hier nochmal kurz zusammengefasst, ich versuche es mal ein bisschen schneller zu machen. Pflanzliche Nahrungsmittel, die eben diese drei wichtigen Nährstoffe, Protein, Eisen und Zink, verbinden und die ich eben empfehlen würde, vorausgesetzt natürlich immer, dass keine Allergien vorliegen gegen die entsprechenden Nahrungsmittel. Ich habe hierbei noch dazu, also das heißt jetzt nicht, dass diese anderen Nahrungsmittel alle kein Kalzium beinhalten, aber die habe ich jetzt bloß mal so ein bisschen rausgestrichen, weil ich das sehr spannend finde, dass eben diese Nahrungsmittel, die ich da noch so betont habe, den Kalziumgehalt, dass die eben nicht nur Protein, Eisen und zinkhaltig, sondern auch extrem kalziumreich sind. Also das sind alles Nahrungsmittel, die ich unbedingt empfehlen würde im Kindesalter. Ganz kurz muss ich jetzt dazu sagen, weil nicht, dass es irgendwo mal jemand falscher hört, dass ich Quinoa empfehle für Kinder. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt es nicht in den ersten zwei Lebensjahren. Liegt daran, das sind Saponine drin im Quinoa und Saponine können theoretisch hämolytisch wirken, also Blutzellen zersetzen, kann man aber damit umgehen, dass es erstens mal im Handel, der Quinoa, der im Handel befindlich ist, normalerweise frei ist von Quinoa oder weitestgehend frei und wenn man den ordentlich reinigt, säubert, wäscht und kocht, eigentlich dann auch saponinfrei ist, aber jetzt habe ich es dazu gesagt. Ihr habt sicher alle schon mal gehört, dass es die sogenannten Antinährstoffe in pflanzlichen Produkten gibt. Die sind insofern relevant, als dass sie eben die Bioverfügbarkeit von eben zum Beispiel Zink, Eisen und Protein reduzieren. Können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, mach gleich weiter. Wie kann man diese Antinährstoffe reduzieren in der Nahrung? Zum einen durch ganz einfache Methoden wie Einweichen, Kochen. Ich bin großer Fan von Keimen übrigens. Ich bin ganz großer Fan von Keimen und Kochen danach. Ja, also ich würde unbedingt empfehlen, wenn man zum Beispiel Hülsenfrüchte für Kinder zubereitet, die erst zu keimen und dann zu kochen. Ihr kennt sicherlich alle den Tipp, dass man eisenreiche Nahrungsmittel mit Vitamin C kombiniert, auch Beta-Carotin, zum Beispiel aus Karotten, hilft bei der Aufnahme und schwefelhaltige Zwiebelgewächse sind gut für die Resorption von Zink. Wie viel habe ich noch? Okay, also ganz schnell jetzt Vitamin B12, großes Thema. Ich gehe jetzt hier einfach mal drüber. Ich zeige euch jetzt einfach, also man muss es ganz kurz sagen, es gibt keine gute Studienlage zum Thema Vitamin B12 und zur Supplementation. Und es wird immer wieder gefragt, ja, wie viel soll ich denn jetzt supplementieren? Und Eltern wollen das immer ganz genau wissen. Und es gibt einfach keine gute Evidenz dafür, dass man jetzt irgendwie ganz klare Empfehlungen dazu geben kann. Gibt es nicht. Hoffentlich gibt es es irgendwie in den nächsten Jahren. Gibt es nicht. Punkt ist der, B12 muss supplementiert werden, keine Ausnahme, kein Spirulina, kein nichts. B12 muss supplementiert werden. Ich habe euch jetzt einmal hier ganz kurz zusammengefasst, die Italiener geben diese Empfehlung, die Österreicher geben diese Empfehlung und könnt ihr euch ganz kurz abfotografieren und meine, soll ich nochmal zurück? Und dann habe ich noch, das fand ich ganz gut, das ist eine Kinderärztin aus Großbritannien, die macht die Supplementation, empfiehlt sie nach diesem Schema. Wie gesagt, das sind alles keine Daten, die irgendwie eine mega wissenschaftliche Evidenz dahinter hätten, aber das sind, glaube ich, sinnvolle Empfehlungen für die Supplementation. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz sagen, Jod bitte nicht vergessen. Veganer vergessen oft das Thema Jod. Ganz, 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 ganz wichtig. Jod ist halt einfach in der Kuhmilch drin, weil es halt ins Tierfutter geschüttet wird und weil die Euter mit jodhaltigem Desinfektionsmittel gereinigt werden. Veganer müssen dran denken. Könnt ihr euch auch abfotografieren, wie man die Jodsupplementierung bei Kindern, Schwangeren und Stillenden durchführen sollte. Wichtig bei Jod übrigens auch noch ganz kurz Selen. Denkt auch sowohl für Kinder als auch für euch selber an die Selenversorgung. Wichtig für die Schilddrüse. Okay, ganz kurz noch. Langkettige Omega-3-Fettsäuren. Auch hier wieder abfotografieren.
Ja, im Endeffekt, ich empfehle zum einen, ihr seht da oben Nahrungsmittel, die in pflanzliche Nahrungsmittel, die kurzkettige Omega-3-Fettsäuren haben, aus denen die langkettigen theoretisch gebildet werden können. Diese Umwandlung wird gehemmt durch Omega-6-Fettsäuren. Das essen Veganer ganz viele, nämlich über Nüsse. Ein gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist ganz, ganz wichtig. Und weil das eben bei vielen Veganern auch gar nicht so gut passt, kann es auch durchaus sinnvoll sein, eben mit DHA zu supplementieren. Das wären diese Mikroalgenöle. Vitamin D, ich empfehle auch nach dem zweiten Lebensjahr weiter zu supplementieren, auch wenn die Kinderärzte in Deutschland momentan noch sagen, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Vitamin A erwähnen Sie als Nährstoff. Okay, abfotografieren. Man muss einfach nur dran denken. Beta-Carotin-haltige Nahrungsmittel mit einzubauen und Calcium, letztes Thema, könnt ihr euch auch abfotografieren. Und damit bin ich jetzt am Ende. Super, vielen Dank. Es wird ja gleich. Da bin ich jetzt leider nicht mehr dazu gekommen, auch einfach jetzt abfotografieren, das sind die wichtigsten Prinzipien. So, tut mir leid, dass ich so überzogen habe. Der zweite Teil ist dann im persönlichen Gespräch.